von Millionen Muslimen verletzt. Auslöser für die Empörung waren Aussagen von Macron über Meinungsfreiheit und die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen. Frankreich werde nicht auf Karikaturen und Zeichen, rief zu einem Boykott französischer Produkte auf. Bernd Muschkorowska, ARD-Studio Südasien. Reaktion aus der muslimischen Welt auf die Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und der Türkei um Meinungsfreiheit und Mohammed-Karikaturen. Sie hören HR Info um genau 10 Minuten vor 4. Nächste Woche auch Beispiele gefunden, in denen das ganz anders läuft, auch wenn es auf den ersten Blick normal aussieht. Lange Schlangen vor den Wahllokalen. Im US-Bundesstaat wird nicht nur Interesse der Bürger, sondern auch daran, dass vielen Menschen absichtlich Steine in den Weg gelegt würden, um sie am Wählen zu hindern, erklärte Politikwissenschaftler Clarence Hussein von der Howard University in Washington. There are multiple ways in which it happens. Es gibt viele Arten von Wählerunterdrückung. Deswegen gibt es ja auch so viele Klagen. Zum Beispiel wird oft einfach die Anzahl der Wahllokale reduziert. Es wird das frühzeitige Wählen erschwert und es gibt plötzlich gesetzliche Veränderungen bei der Registrierung. Interessanterweise sind es vor allem Republikaner, die wollen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht zur Wahl gehen, zum Beispiel Latinos oder Afroamerikaner, da sie höchstwahrscheinlich demokratisch wählen. Ihnen wird der Zugang zur Wahl erschwert, zum Beispiel indem in Ihren Wohngegenden einfach ein paar Wahllokale geschlossen werden. Oder indem Wählerregister bereinigt und tausende Wähler aus dem Register gestrichen werden. Da es in den USA weder eine Meldepflicht noch eine Ausweispflicht gibt, muss jeder Bürger sich für die Wahl registrieren lassen. Tatsächlich stellt die Registrierung bzw. schon der Besitz eines Ausweises für viele Bürger eine Hürde dar. Und wieder trifft es vor allem die Minderheiten und die ohnehin benachteiligten Bevölkerungsgruppen, sagt Uni-Professorin Cinder Cooper Barnes vom Montgomery College in Maryland. If you're supposed to have an ID to vote in some of these southern. In manchen Staaten im Süden ist der Besitz einer ID Voraussetzung, um wählen zu können. Manchmal muss man 1,5 Stunden fahren, um seine ID zu beantragen. Das ist problematisch für alte, aber auch für schwarze Menschen. Es entzieht ihnen das Wahlrecht. Viele Bundesstaaten und Bezirke haben immerhin vorgesorgt, damit es am Wahltag nicht zu Menschenaufläufen und Gedrängel in den Wahllokalen kommt. In Kansas City zum Beispiel können Bürger im Arrowhead Stadium ihre Stimme abgeben. Das Footballstadion fasst gut 76.000 Menschen. Social Distancing dürfte dort also kein Problem sein. Eine Reportage von Claudia Sarre über die Probleme, die manche in den USA haben, wenn sie einfach nur ihre Stimme abgeben wollen bei der Präsidentschaftswahl. Und es wäre ja mal schön, wieder über etwas anderes zu reden, als immer nur über Corona, Corona, Corona. Aber es hilft ja nicht. Auch bei uns in Hessen sind in vielen Regionen die Regeln im Alltag wieder enger gefasst worden, weil sich immer mehr Leute angesteckt haben mit dem Virus. Auf Bundesebene bringen die ersten Politikerinnen und Politiker auch wieder einen neuen Shutdown ins Spiel. Also weitgehende Kontaktbeschränkungen, vielleicht ja auch wieder mit Schulen, die geschlossen werden, obwohl das niemand will. Dann wäre wieder der berühmte Heimunterricht angesagt. Allerdings beim digitalen Unterricht, da klemmt es noch immer, auch an vielen Schulen bei uns in Hessen. Da kommt nun kostenlose Hilfe und Schüler sehe. So sieht das dieser Lehrer und so könnte Unterricht auf die Ferne besser funktionieren, sollte es wieder notwendig werden. Dafür hat die Digitalstadt Darmstadt GmbH ein paar neue Ideen entwickelt. Raphael Stübig hat sie vorgestellt. Nötige Sicherheit gibt es einfach nicht. Heute Abend um 19.30 Uhr in HR Info und in der ARD Audiothek. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Wissenschaftler fordern drastische Reduzierung von Kontakten. Offenbach stellt Konjunkturpaket gegen Corona. Die Max-Planck-Gesellschaft. Kevin Arnold. Die Wissenschaftler fordern, jeder solle seine Kontakte ohne Vorsichtsmaßnahmen auf ein Viertel reduzieren. Gemeint sind in erster Linie Treffen mit Freunden und Familie. Nur so würden die Infektionszahlen runtergehen, bevor die Lage in den Krankenhäusern kritisch werde. Viele Gesundheitsämter könnten Kontakte von Infizierten schon jetzt nicht mehr nachverfolgen. Erst wenn das wieder klappe, könne man die Beschränkungen wieder vorsichtig lockern. Die Stadt Offenbach will Einzelhandel, Gastronomie und Kulturszene in der Corona-Pandemie unterstützen. Sie hat ein Im konkreten Fall ging es um eine junge Frau aus dem Osten Afrikas, die abgeschoben werden sollte. Allerdings wehrte sie sich. Sie kam in Abschiebehaft und das, obwohl sie sagte, minderjährig zu sein. Das Alter hätte das zuständige Amtsgericht besser prüfen müssen, sagt nun der Bundesgerichtshof. Etwa hätte das Amtsgericht mit fachkundigen Behörden sprechen müssen. Sei das Alter nicht ermittelbar, gelte der Geflüchtete als minderjährig. Dann darf eine Abschiebehaft nur in Ausnahmefällen angeordnet werden und nur, wenn das Kindeswohl dem nicht entgegensteht. Hähnchenfleisch von Discounter ist noch immer häufig mit antibiotikaresistenten Keimen kontaminiert. Das ergab eine Analyse, an der unter anderem die Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch beteiligt ist. Andreas Reuter. Für die Studie wurde Hähnchenfleisch vor allem bei Lidl und Aldi gekauft, in Deutschland und 4 weiteren europäischen Ländern. Insgesamt wurden 165 Proben untersucht. Die Auswertung ergab, mehr als die Hälfte des Hähnchenfleischs war mit Resistenzen gegen Antibiotika belastet. In 35% der Proben fanden sich sogar Resistenzen gegen die sogenannten Notfallantibiotika. Also jene Wirkstoffe, die beim Menschen als letztes... Neonazi und Holocaust-Leugner Horst Mahler ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Nach Angaben des Justizministeriums in Brandenburg kam er gestern Vormittag aus einer Haft in Brandenburg an der Havel frei. Der 84-Jährige war wegen etlicher Fälle von Volksverhetzung verurteilt worden. Jetzt gelten strenge Auflagen. Anfangs noch teilweise aufgelockert, später trüb, regnerisch und windig bis 14 Grad. Am Freitag meist wolkenverhangen mit Regen bis 16 Grad. Die Zeit 16.05 Uhr. Da passierte es in Frankreich, in einem Vorort von Paris. Das ist viel mehr als nur irgendein Kriminalfall, der das ganze Land erschüttert. HR Info. Das Thema. Beleidigungen vom Bosporus. Erdogan wütet gegen den Westen. Das hat alles längst auch eine politische Dimension bekommen. Der Mord an dem Lehrer Samuel Paty hat längst auch zu Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und der Türkei geführt. Dazu müssen wir uns den Hintergrund klar machen, vor dem sich das abspielt. Der Lehrer hatte in seinem Unterricht unter anderem Mohammed-Karikaturen gezeigt, als es um das Thema Meinungsfreiheit ging. Das war am Ende wohl auch das Motiv für einen 18 Jahre alten jungen Mann, der den Lehrer umgebracht hat. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seitdem immer wieder gesagt, wie wichtig die Arbeit des Lehrers gewesen sei und dass man in Frankreich auch nicht aufhören werde, Zeichnungen und Karikaturen des Propheten Mohammed zu veröffentlichen. Das gehöre eben zur Meinungsfreiheit dazu und die hat in dem Land eine lange Tradition. Außerdem soll härter gegen radikale Islamisten vorgegangen werden. Das kam bei der Regierung in der Türkei schlecht an. Präsident Erdogan hat einige Politiker in Europa mit Faschisten verglichen und er meinte, dass Muslime nun einer Lynchkampagne ausgesetzt seien. Es gibt sogar den Aufruf einiger islamischer Länder, Waren aus Frankreich zu boykottieren. Marcel Wagner ist unser Korrespondent in Paris. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Das klingt ja alles ziemlich heftig. Wie schätzen Sie denn diese Auseinandersetzungen ein? Also das ist sicherlich auch eine heftige Auseinandersetzung, vor allen Dingen natürlich, wenn man sich die Wortwahl anschaut, die da in der Türkei getroffen worden ist vom Staatspräsidenten in Frankreich.